berechnet die Rentenkasse einen inflationsbedingten Ausgleich für die beitragspflichtigen Renteneinkommen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eine interessante Frage, die wir via Mail auf rentenbescheid24.de erhalten haben. Ein Versicherter wollte wissen, ob die Gehälter und Einkommen, die rentenrechtlich in seinem Versicherungsverlauf Rentenkonto erfasst sind, jährlich dynamisiert werden, also inflationsbedingt angepasst werden. Nein. Eine Dynamisierung der Gehälter, die jährlich durch den Arbeitgeber der Rentenkasse gemeldet werden, gibt es nach dem gesetzlichen Rentenrecht des Sozialgesetzbuchs Nr. 6 nicht. Die erfassten Gehälter und Einkünfte werden nach den geltenden Regelungen, so wie sie gemeldet werden, auch im Rentenkonto gutgeschrieben. Da gibt es also keine jährliche Anpassung, nochmal oben on top, oben drauf. Diese Renteneinkünfte werden dann je nach Lage, wenn sie in Rente gehen, in Entgeltpunkte umgerechnet. Und je nachdem, ob Sie vorzeitig in Rente gehen oder regulär in Rente gehen, bekommen Sie dann darauf einen Abschlag und dann bilden sich daraus die sogenannten persönlichen Entgeltpunkte. Da hat man schon mal ein Video gedreht dazu, das habe ich Ihnen dann auch schon mal erklärt, was das ist. Dahinter steckt im Grunde genommen nichts anderes als die Rentenformel. Was aber einer Dynamisierung unterliegen kann, das ist der sogenannte Rentenwert. Das heißt also, wenn alle Entgeltpunkte feststehen, werden diese Entgeltpunkte mit einem Rentenwert multipliziert. Und dieser Rentenwert, das wissen Sie, dahinter verbirgt sich die Rentenerhöhung, Rentenanpassung, Rentendynamisierung immer zum 1.7. eines Jahres, der wird oder wurde bis jetzt, zumindest in der Vergangenheit, immer nach oben hin angepasst. Das heißt also auf Deutsch gesagt, es gibt keine inflationsbedingte Anpassung der im Rentenkonto eingetragenen beitragspflichtigen Einkommen. Nur noch so am Rande ganz kurz, in Österreich wiederum wird die gesetzliche Rente immer inflationsbedingt angepasst, aber auch wiederum die beitragspflichtigen Einkünfte nach meinem Wissensstand nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.